Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Vatertag. Ich habe mir gedacht, ich mache heute das erste Update-Video meiner Rasensaat. Ich habe ja vor 1,5 Wochen das Rasen gesät und verschiedene Top-Dressings draufgegeben. Und ich wollte ja mal ein kleines Experiment starten, wie der Rasen keimt, bei welchem Top-Dressing er, wie reagiert der Rasen, ob er da besser keimt, ob er da schlechter keimt, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Das alles wollte ich testen und das ist quasi das Update-Video zum ersten Video vor 1,5 Wochen. Und wie der Rasen jetzt gekeimt ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Nochmal ganz kurz zur Rasensaat, die ich verwendet habe. Ich habe von der Firma Rasenwelt GmbH die Rasensaat Pro Sementis. Das ist die PS251er Mischung. Da ist 2x Lolium Perenne vertreten, 2 Festuca Rubra und 3 Komponenten Poa Pratensis. Wie gesagt, das habe ich alles vor 1,5 Wochen ausgesät mit verschiedenen Top-Dressings obendrauf. Und ich fange an, euch das Top-Dressing mit der Blumenerde mal zu zeigen, wie der Rasen da gekeimt ist. Was mir gleich hier auffällt, ist, dass durch den ganzen Regen, es hat nämlich jetzt echt 1,5 Wochen jeden Tag geregnet und das Ganze geht jetzt auch noch eine Woche weiter, dass durch den Regen viel Blumenerde schon verschwunden ist. Entweder im Boden eingesickert oder, weiß ich nicht, hat sich weggeschwemmt. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat nach 1,5 Wochen, wie viele Helmchen schon rausgekommen sind und ja, wie das Ganze einfach aussieht. Weil es so frostig war, weil es wirklich kalt war, ist viel Rasensaat noch nicht aufgegangen. Es sind ein paar Helmchen da, das müsste die Lolium Perenne sein. Die keimt zwischen 7 und 15 Tagen, also nach 7 und 15 Tagen kommt die raus. Und diese paar Helmchen, die jetzt schon rausgekommen sind, müsste daher Lolium Perenne sein. Ich zeige euch jetzt erstmal in der Nahaufnahme, wie der Rasen gekeimt ist bei der Blumenerde. Also bei dem Blumenerde-Top-Dressing. Also wie gesagt, viel ist noch nicht passiert, aber einzelne Helmchen keimen schon. Da kommen sie überall raus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie gut man das in der Kamera sehen kann. Das stellt sich jetzt heraus, wenn ich gleich den Film schneide oder später schneide. Dann sehe ich, wie gut man überhaupt das sehen kann, was ich euch jetzt hier zeigen möchte. Genau, also einzelne Helmchen sind definitiv da, aber es ist noch nicht der Rede wert. Beim nächsten Top-Dressing habe ich Erde-Sand-Gemisch genommen und beim Erde-Sand-Gemisch ist es so, dass der Sauerstoffgehalt hoch ist. Also das habe ich zumindest so gelesen. Wenn ihr da mehr wisst, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Aber ein Rasensamen braucht definitiv Sauerstoff, um gut keimen zu können. Und beim Erde-Sand-Gemisch ist es so, dass durch den Sand alles schön locker ist und Sauerstoff gut im Boden vertreten ist. Somit kann der Rasensamen gut keimen. Also beim Erde-Sand-Gemisch habe ich das Gefühl, dass echt mehr gekeimt ist als bei der Blumenerde. Das kann auch sein, dass ich mich täusche, weil so viel mehr ist es jetzt auch nicht. Aber ich sehe halt vereinzelt Halme. Also, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das Gefühl habe, hier hat sich schon ein bisschen mehr getan. Ich weiß jetzt auch, wie gesagt, gar nicht, ob man das so gut in der Kamera sieht. Einen Riesenunterschied habe ich jetzt zwischen der Blumenerde und diesem Erde-Sand-Gemisch-Top-Dressing jetzt nicht sehen können. Ich habe aber das Gefühl, dass bei der Erde-Sand-Mischung ein bisschen mehr gekeimt hat. Aber weiter geht's jetzt zum nächsten Top-Dressing. Da wird es nämlich jetzt echt interessanter. Da habe ich Torf benutzt und wie sich das Ganze da entwickelt hat, das zeige ich euch jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber beim Torf-Top-Dressing hat sich wirklich einiges getan. Das Top-Dressing mit dem Torf. Hier kommen überall kleine Helmchen raus. Schön nah beieinander, da kommt wieder eine kleine Spitze. Hier wächst es und gedeiht. Hier sind überall kleine Spitzchen, wenn ihr das sehen könnt. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Das ist echt interessant, beim Torf geht da echt deutlich mehr. Hätte ich nicht gedacht, ich kann mir aber vorstellen, woran das liegt. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass der Torf viel besser Wasser speichern kann als irgendwie Sandgemisch oder so oder auch die Blumenerde. Torf kann Wasser ziemlich gut halten und ich glaube, das ist da der Trick bei der Sache. Das Torf trocknet nicht so schnell aus wie die Sandmischung zum Beispiel oder auch die Blumenerde. Jetzt gehen wir weiter zu dem nächsten Top-Dressing. Da habe ich billige Blumenerde und teure Blumenerde genommen. Wie es da aussieht, das zeige ich euch jetzt. Bei dem Blumenerde-Top-Dressing mit diesem billigen und teuren Blumenerde ist es auch so, dass man echt auch einen deutlichen Unterschied sieht und den zeige ich euch jetzt. So, Freunde des Rasens, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie das aussieht bei der billigen Blumenerde. Da keimt der Rasen richtig gut. Das ist wie gesagt alles Lolium Perenne, denn der andere Rasen, die andere Mischung,
Die ist einfach noch nicht so weit. Die braucht etwas länger in der Keimzeit. Der Unterschied zwischen der billigen, die ich euch jetzt gezeigt habe, und der teuren Blumenerde, der Unterschied ist da und der sieht so aus. Hoffentlich kann man das gut erkennen. Dieser ganze Boden ist völlig bedeckt, gleichmäßig mit der Rasensaat. Und überall keimt sie gut. Das ist wirklich interessant, weil hier bei der teuren Blumenerde sieht man wirklich einen richtig deutlichen Unterschied. Im Gegensatz zur billigen Blumenerde, wo das Ergebnis auch besser ist als bei dem Sand-Erde-Gemisch und bei dem ersten Blumenerde-Fleck. Ich weiß nicht warum. Woran das liegt, vielleicht wisst ihr das, schreibt es mir mal in die Kommentare. Bei den letzten Top-Dressings habe ich einmal Kompost von mir verwendet. Dieser Kompost, der lag bei mir im Komposter seit 4 Jahren, den habe ich nie rausgeholt. Da hatte ich wirklich richtig gute Erde, das seht ihr auch im letzten Teil, den verlinke ich euch nochmal hier oben. Dann habe ich einmal nur Kompost genommen und ich habe einmal auf einem Fleck Kompost genommen. Dann habe ich die Rasensaat ausgesät und dann habe ich nochmal ein Topdressing mit dem Torf drauf gegeben. Mal gucken, ob man da jetzt einen Unterschied sieht. Zuerst zeige ich euch das Kompost-Torf-Gemisch. Da ist Wachstum auch üppig, also die Keimrate ist echt hoch, da bin ich voll zufrieden. Wie gesagt, ob es jetzt am Kompost liegt, ob es am Torf liegt, ob es überhaupt nicht an beiden Komponenten liegt, das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall gefällt mir das Bild, was ich gerade sehe und das zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, kommt hier auch gut was aus dem Boden geschossen. Die Keimrate ist hier wirklich toll. Die Perenne kommt hier raus, geschossen und es wird immer mehr. Jetzt gehe ich nochmal zum Top-Dressing, wo ich nur Kompost benutzt habe. Das ist der letzte Fleck, den ich euch zeigen möchte. Und der sieht so aus. Helmchen, 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 Helmchen. Also hier kommt auch gut was raus aus dem Boden. Ich bin echt zufrieden. Jetzt warte ich nochmal eine Woche ab und dann wird da viel mehr sichtbar sein. Da werden die kleinen Helmchen schon größer sein. So Leute, das war das kleine Update von meinem Top-Dressing-Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es hat eine Woche wirklich noch gefröstelt. Somit konnte das die Rasensaat nicht so gut keimen, wie sie hätte keimen sollen. Was mich jetzt ein bisschen beunruhigt ist, dass hier überall Löwenzahn rumfliegt. In meinem ganzen Garten fliegt Löwenzahn rum, das kommt draußen von der großen Wiese und von überall her und nistet sich gerade in meinem Rasen ein. Letzten Jahre hatte ich nie Angst, ich hatte immer einen dichten Rasenteppich, da hatte Löwenzahn wenig Chancen, sich da irgendwie einzusiedeln. Aber jetzt, bei diesen ganzen Lücken, die ich jetzt habe, habe ich ein bisschen Bedenken. Es kann sein, dass ich jetzt in den nächsten Wochen hier eine Invasion an Löwenzahn habe, was hier rauskommt aus dem Boden. Aber naja, das ist eine andere Sache, da muss ich dann auch rangehen. So, ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es das Update zum Thema. Da ist ein bisschen mehr gekeimt, dann sieht man ein bisschen mehr. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt werde ich erstmal den Rasen mähen, weil ich habe ihn auch seit einer Woche nicht gemäht. Und er ist ziemlich lang geworden. Und das mache ich jetzt. Und dann ist Vatertag, dann ein bisschen mit der Familie, ein bisschen was grillen und so. Ich wünsche euch einen super Vatertag, euch Vätern da draußen. Und schaltet wieder ein beim nächsten Video, würde mich freuen. Danke fürs Zugucken. Euer Misha von Solid Green. Mm-hmm.